Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Eurotaxomatter 2 Folge. Heute ist Mittwoch, der 13. November. Unglaublich, dass wir schon November haben. Also, ich kann es selber nicht fassen, weil wir haben schon wieder fast Weihnachten, ein Neujahr. Ey, das geht sowas von schnell um, das ist Wahnsinn. Also, yeah. Kommt doch besser schnell darauf, habe ich überhaupt keine Lust. Aber naja. Wir sind heute unterwegs von Split nach Nürnberg. Wir müssen Joghurt transportieren. Und es geht doch jetzt weiter. Ja. Und wieder eine E-Mail. Ich glaube, das war die eine Musik, die... wo dein YouTube rumspinnt, obwohl es gamerfreie Musik sei. Aber ich habe keine Lust, dass ich den YouTube mir vorwerfen tut, dieses wegen Gamer und so Scheiß. Also, ich hasse sowieso die Gamer wie die Pest. Also, ich wünsche mir wirklich, dass die Scheiße mal bald weg ist, weil ich würde schon gerne am besten jetzt hier bei der Aufnahme einfach Sputnik anmachen und dann die Partymusik hören mit euch. Aber YouTube will das halt nicht wegen der scheiß Gamer. Das ist ein Scheißdreck. Aber naja. Was willst du machen? OMSI 2 kommt ja auch bald raus, am 12. Dezember. Ich bin mal gespannt, ob es da wirklich rauskommt. Also nach Amazon steht drin, 12. Dezember, und darauf freue ich mich riesig. Ich werde mir die Box-Version bestellen, das heißt, ich habe OMSI 2 dann etwas später. Ich finde die Box-Version halt besser. So. Sobald OMSI 2 draußen ist und ich OMSI 2 habe, werde ich sofort ein Let's Play aufnehmen und die erste Folge von OMSI 2 wird dann als Special sehr lange gehen. Ich verrate noch nicht wie lange, weil ich selber noch nicht mal besitze OMSI 2, aber es wird eine lange Folge geben. Das kann ich euch versprechen. Ach ja. Wie schön die Landschaft ist. Traumhaft, ne? Wir genießen einmal die schöne Landschaft. Schön Berg. Ja, du Vollpfosten musst mich natürlich überholen, wa? Das ist anscheinend kein Genießer der Natur. Aber naja.
müssen ja tanken. Bei die ganzen Zuschauer und ich mit den Tank. So, Motor aus und danke. Habe ich noch was vergessen? Ja, habe ich. Ich habe mir das nämlich alles aufgeschrieben. Was trinken. So. Dann habe ich noch gelesen, um sie 2 kommt. Schaffen wir. Auf Steam. Am Erz. Zuerst war ich ein bisschen stutzig, aber. Seitdem ich Trendsimulator habe. Kann ich mich über Steam gar nicht beklagen, weil. Es gibt keine Ausfälle und. Wenn es halt mal ein Update gibt. Dann aktualisiert es sich ganz automatisch, ohne dass man was machen muss. Nicht wie beim Aerosoft Launcher, dass man jetzt auf Updates klicken muss. Oder dass es halt mal manchmal rumspinnt. Also, ich weiß nicht. Das scheint dann doch irgendwie gut zu sein, dass es per Steam rauskommt. Über Steam. Bei Steam habe ich zwei Daumen manchmal auf online, weil ich beschäftige mich dann zurzeit gerade mit dem Trennsimulator über die PZB, ich hatte doch den Namen, was es hieß. Pünktliche oder Punkt? Oder Punkt punktgenaue Zugbeeinflussung, also was mit Punkt oder pünktlich. Ach, das werde ich einfach an den TS 2014 Let's Play sagen, was es nochmal hieß. Jetzt komme ich gerade nicht drauf, das ist ein bisschen blöde. Noch so ein Angeber, der meinen muss, er sei der King auf der Straße und 120 Sachen. Solche Angeber. Dabei kann man die Landschaft genießen. Auf das schöne Wasser. Aber naja. Ich kann mal ja auch rauslassen. Ach ja. Fast ein ganzes Jahr her. Schon fast ein ganzes Jahr ist her, dass ETS2 rauskam. Das Spiel ist einfach nicht langweilig geworden. Weil zu German Truck Simulator und Euro Truck Simulator 1 war es für langweilig. Gebe ich zu, weil ich hatte keine Map-Erweiterung und seitdem ich jetzt TSM-Map drin habe und seitdem die auch auf den Patch rausbringen zur Verbesserung und zu ein paar Erneuerungen oder neue Modelle, macht das Fahren einfach Spaß. Ne?
Grafik macht es in sich. Da bekomme ich auf die falsche Taste. Ich will nicht, dass ein Lied vorkommt, wo ich Probleme kriege, weil es angeblich gemischt oder sowas. Das hatte ich ja schon mal. Den müsste ich dann noch einmal nachschauen. Nach der Aufnahme. Ob ich die wirklich alle draußen habe. Ich habe gebockt, meinen Kanal sperren zu lassen. Das wäre dann auch blöd. Ach ja, genießt die Natur. Kopf ist schön warm. Liegt doch daran, weil ich nebenbei V+ Apple trinke. Ich als Feiernbier. Schmeckt sehr geil. Kann ich jedem empfehlen. Ist ab 18, das heißt die jüngeren Zuschauer. Nichts für euch. Das war jetzt aber knapp. Ach, mein lieber Scholli. Okay, der bremst sehr gut sogar. Dick zu gut. Kennt ihr das auch? Ihr seid sowas von am Fahren und ihr werdet so richtig auf einmal müde. Ja, schlimm war. Vor allem, ich hatte das schon mal gehabt. Das war aber kein Let's Play Aufnahme, es war einfach nur mal so. Ich fahre so schön auf der Autobahn. Meine Augen wurden schwächer, immer schwächer und schwächer, bis ich irgendwo drauf knallte und das Lenkrad vibriert, also richtig schön, wenn du irgendwo drauf knallst. Da habe ich sowas von einem Schock gekriegt, alter Schwede, ey. Aber da bin ich wach geworden, auf jeden Fall. Das ist Wahnsinn. So.
das war's auch wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich über einen Daumen nach oben und über Kommentare sehr freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ja, ich sag dir mal Tschüss und auf Wiedersehen.